Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Heinrich Böll. Herr Beisen. Herr Beisen handelt mit Fellen und Schrott, ist ein liebenswürdiger Mensch und manchmal, wenn ich ihn treffe, er sich einige Minuten mit mir unterhält, habe ich das merkwürdige Gefühl, dass er mich um meinen Beruf beneidet. Ich habe den Eindruck, dass er sein Leben lang darunter gelitten hat, dass man von ihm etwas erwartete, was er nicht leisten konnte. Die Leitung eines großen Geschäfts, die ebenso viel Härte wie Intelligenz erfordert. Beides fehlt ihm. Und er fragt mich, wenn wir uns treffen, mit einer solchen Inbrunst nach den Einzelheiten meines Berufes, dass ich zu ahnen beginne, er wäre lieber für sein Leben lang in einer kleinen Fernsprechzentrale eingeschlossen als ich. Er will wissen, wie ich den Klappenschrank bediene, wie ich Ferngespräche herstelle, fragt mich nach dem Jargon unseres Berufes, und die Vorstellung, dass ich alle Gespräche mithören kann, bereitet ihm ein kindliches Vergnügen. Interessant, ruft er immer wieder, wie interessant.